Herr Abgeordneter Stadler, vor kurzem erschien eine Studie über Lobbyismus in Brüssel. Insbesondere die Finanzlobby gilt am stärksten. Welche Auswirkungen hat das auf die Gesetzgebung der Europäischen Union? Die Studie stammt aus einer arbeiterkammernahen Organisation, ist also nicht etwas, was die Reformkonservativen in Auftrag gegeben haben. Daraus hat sich ergeben, dass 1700 Lobbyisten alleine nur für die Banken und Finanzwirtschaft auf der europäischen Ebene tätig sind. Die geben jährlich 123 Millionen Euro für Lobbytätigkeit aus. Das kann also nicht nur sozusagen Abendessen sein, sondern da müssen auch vermutlich einmal Bestechungsgelder dabei sein. Das zeigt, dass die ganze hypertrophe Natur dieses Gebildes, das heißt, das gesamte Regelwerk wird in Wahrheit bestimmt von Lobbyisten, von Pressure Groups, von mächtigen und finanzstarken Banken und Finanzinstituten und nicht mehr vom Bürger. Und das sollte der Bürger wissen. Ich bin also der Arbeiterkammer dankbar, dass sie diese Studie noch vor der Wahl veröffentlicht hat, weil sie beweist schlicht und einfach unsere Fundamentalkritik an diesem Parlament und an der Europäischen Union und zeigt, wie notwendig es ist, dass man die EU-kritischen Gruppierungen stärkt. Jetzt hat die Arbeiterkammer selber eine Interessenvertretung in Brüssel. Ist das Ganze nicht nur einfach Neid darauf, dass andere Lobbyisten erfolgreicher sind als die Arbeiterkammer selber? Das war ja der eigentliche Grund der Veröffentlichung, um zu zeigen, welche Schieflage herrscht zwischen einer institutionellen Interessensvertretung wie der Arbeiterkammer und dem mächtigen Finanzsektor. Ich glaube nicht, dass es aus wahlkampftaktischen Gründen veröffentlicht wurde, um die Reformkonservativen zu unterstützen, argumentativ. Sondern die wollten schlicht und einfach zeigen, dass sie in Europa weniger zu sagen haben als der Finanzsektor. Das, was ohnehin jeder immer schon wusste, ist jetzt auch mit Zahlen belegt. Jetzt könnte man nachfragen, die Interessenvertretungen in Wien arbeiten ja ähnlich. Was ist der große Unterschied zu Brüssel? Ich bin mir nicht sicher, ob die Interessensvertretungen in Wien 123 Millionen Euro in die Hand nehmen, um damit bei Beamten der Kommission hausieren zu gehen oder auch bei Beamten in Wien. Das glaube ich nicht. Sondern das ist ein Spezifikum, das tatsächlich Brüssel ausmacht und zeigt, dass man den Bürger nur als Fassade benutzt, um dem Ganzen einen demokratischen Anstrich zu geben. In Wahrheit haben aber Banken und Finanzinstitute das Sagen. Aber liegt es nicht auch an den Politikern und Gesetzgebern, dass sie den Lobbyisten ja offene Türen halten? Natürlich, das ist ja auch die Unfähigkeit dieser ganzen Eurokraten und dieser ganzen EU-gläubigen Politiker, die glauben, dass das alles ein großartiges Werkel ist, das großartig funktioniert. In Wahrheit ist das eine korruptionsanfällige Beamtenmaschinerie, wo sich Lobbyisten für ihre Lobbygroups Regelungen bestellen und der Bürger hat sie dann auszubaden. Und das ist das ganze System auf den Punkt gebracht. Fehlt da nicht die Bürgernähe? Natürlich fehlt die Bürgernähe und es fehlt auch die Kontrolle. Dieses Parlament ist gar nicht in der Lage, das alles abzustellen, weil das immer stärker wird. Die Einflussnahme von Lobbygroups und von insbesondere des Bankensektors und des Finanzsektors auf die Organe der Europäischen Union wird ja jedes Jahr stärker. Aber das ist nicht nur ein Phänomen, das wir auf der europäischen Ebene beobachten können, sondern leider auch auf der nationalstaatlichen Ebene. Man darf ja nicht glauben, dass die Frau Merkel in Deutschland wirklich das Sagen hat, sondern dass schon auch die Bankenmacht und die Finanzsektor dahinter, der Frau Merkel sagt, was sie zu tun hat. Stichwort Banken und kleiner Exkurs zu Ungarn. Dort feiert Orbán seinen Wahlsieg, der insbesondere den Banken in den letzten Jahren das Fürchten gelehrt hat. Das war ja der Grund, warum es diese Kampagne gegen Viktor Orbán gegeben hat. In dem Moment, wo er den Banken die Schranken aufgezeigt hat, im Zusammenhang mit den Fremdwährungskrediten, wo er fixe Wechselkurse von den Fremdwährungskrediten in den ungarischen Forint festgelegt hat, in dem Moment haben die Banken nicht ihr Maximalgeschäft machen können. Er hat damit aber vielen, zigtausenden Ungarn ihr Eigenheim gesichert, das sonst weg gewesen wäre. Und damit haben die Banken natürlich und der Finanzsektor Viktor Orbán den Krieg erklärt. Das ist gar keine Frage. Und in dem Moment ist es auch gegen Orbán losgegangen. Aber wie man sieht, der ungarische Bürger ist auf der Seite Orbáns. Und das ist allemal in der Demokratie noch wichtiger. Ich bin froh, dass Viktor Orbán so einen großartigen, fulminanten Wahlsieg eingefahren hat. Es wird auch ein gewisses Hoffnungselement sein bei der Bildung der nächsten EU-Kommission, insbesondere bei der Ernennung des Kommissionspräsidenten, weil der nach wie vor vom Rat
bestimmt wird und nicht, wie man derzeit von den großen beiden Parteien, von den Sozialisten und der EVP, versucht einzureden, dass der gewählt werden könnte. Weder Schulz noch der Kandidat der EVP kann direkt vom Bürger gewählt werden, sondern das ist letztlich immer noch Sache des Rates. Und dort wird Orbán sicher den Herrn Schulz nicht wählen, da bin ich ganz sicher. Der Rat schlägt vor, das Parlament könnte aber ablehnen. Ja, aber letztlich würde das zu einer institutionellen Krise führen, die das Parlament nie riskiert.